Hi Leute, was geht ab? Krypto Marco hier mal wieder mit einem ganz tollen Video über das Thema Kryptowährungen, die Währung, bei der ein loyaler Bankberater von nebenan, die von einem Kauf abgeraten hat, weil er ganz doll Angst hatte. Komisches Intro. Aber das Thema, worum es heute geht, ist Gebühren zahlen vermeiden. Und zwar ist über die Jahre gerechnet die gemeine Gebühr, die verschiedene finanzielle Institute von dir verlangen, einer der größten Faktoren, wenn es darum geht, dir dein Vermögen wegzufressen. Bei der einzelnen Transaktion macht er sich natürlich nicht so stark bemerkbar, aber über die Zeit läppert sich auch das und kommt dich sehr teuer zu stehen, wenn du viel Volumen handelst. Also hier zum Beispiel habe ich mal einen kleinen Vorführungsaccount gemacht auf Coinbase, und wenn ich hier für 100 Euro Bitcoin zahlen würde, müsste ich 3 Euro davon nur für Gebühren ausgeben. Bei Ethereum das gleiche Spiel eigentlich, und bei Litecoin sieht es auch nicht sehr viel anders aus. Wenn wir uns mal die Staffelung von den Gebühren ansehen, die ich leider nur auf Englisch zeigen kann, also das ist jetzt nicht meine Schuld, dann sehen wir, dass bei Europa standardgemäß 1,5% verlangt werden, bei Kreditkarten sogar 4% und bei Banktransfers nach innen und nach außen, also die nach außen gehen, 15 Cent. 1,5% hört sich natürlich nicht nach besonders viel an, aber über die Jahre gerechnet, wie gesagt, das wird dann schon ein ganzer Berg an Kohle, den man da ausgeben muss. Und das muss nicht sein, nicht mit dem Trick, den ich euch zeigen werde. Und zwar sieht so die Fee-Struktur bei GDEX aus, und GDEX sieht so aus. Und im Gegensatz zu Coinbase, was ja ein Einsteiger-Ding ist für Kryptowährungen, also wie ihr sehen könnt, man kann echt nur Bitcoin, Ethereum und Litecoin kaufen und verkaufen, und das war's. Diese Bequemlichkeit lässt sich Coinbase eben teuer bezahlen. Bei GDEX ist das Ganze ein wenig anders, weil hier den ganzen Tag gehandelt wird von Profis, und wie ihr sehen könnt, es sieht schon etwas komplizierter aus als Coinbase. Deshalb würden sie natürlich nicht damit davonkommen, horrende Gebühren zu verlangen. Und das Coole an GDEX ist, es wird von Coinbase betrieben. Also wenn du Geld auf Coinbase hast, hast du es automatisch auch auf GDEX. Ich habe aber aktuell irgendwie ein Problem, hier meinen Account zu verifizieren. Also wie ihr sehen könnt, ich würde gerne die Webcam aktivieren, dass mein Ausweis gescannt wird, aber geht irgendwie nicht, aber ist ja auch vollkommen egal. Hier ist die Gebührenstaffelung von GDEX, und wie ihr sehen könnt, je nachdem wie viel Volumen man macht, kriegt man einen kleinen Rabatt, aber das ist nicht so wichtig. Wenn man nach den üblichen Marktpreisen handelt, dann ist je nach Volumen 0,25 die Gebühr bis 0,1%, und es ist schon ein Unterschied. Also hier ist die maximale Gebühr 0,25% und hier ist sie immer 1,9%. Maker-Fee, darauf komme ich jetzt, da ist sie immer 0%, und zwar funktioniert das so. Also ich habe eben gesagt, wenn man die marktüblichen Preise benutzt, hier auf Market, Buy oder Sell, dann werden einem eben diese Gebühren, die hier aufgeführt sind, berechnet. Allerdings, wenn man einen Limit-Kauf macht, Kauf oder Verkauf macht, wenn man hier eine Order platziert und zum Beispiel den Bitcoin, Ethereum oder was auch immer für einen ganz bestimmten Preis kaufen möchte, dann schafft man sozusagen den Markt, und es kommt erst zu einem Kauf zustande, wenn jemand sich an dieses Angebot von dir angleicht. Also wenn er sozusagen bereit ist, für den Preis, bei dem du verkaufen willst, dir was zu verkaufen, und eben umgekehrt herum, wenn du etwas kaufen möchtest, dir für ausgerechnet den Preis das zu verkaufen. Also du machst hier den Markt, und dadurch, weil es halt für GDEX eben ein gutes Geschäft ist, muss man da gar keine Gebühren bezahlen. Also man kann echt über meinen Kanal sagen, was man will, oder über meine Videos, aber dass das kein geiler Tipp ist, kann man wirklich nicht sagen. Also wäre einfach ärgerlich für mich, wenn die Leute jetzt bei Bitcoin sich diese Bequemlichkeit so teuer bezahlen lassen würden. Also bei 100 Euro, 3 Euro Gebühren, das ist schon echt sehr happig. Muss nicht sein. Deshalb, wenn ihr euch Kryptowährung kauft und euch ein bisschen ins Thema reinfuchsen wollt, dann benutzt lieber GDEX, anstatt auf Coinbase zurückzugreifen. Wenn dir das Video gefallen hat oder dir irgendwie geholfen hat, lass ein Like da, das würde mich sehr freuen. Ansonsten einfach mal einen Kommentar drunter lassen, wenn du eine Frage hast. Und abonniere meinen Kanal, wenn du mehr Videos sehen möchtest. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!